Integriert ist eher nicht unbedingt was, über das ich im Zusammenhang mit mir schon nachgedacht habe. Ich erlebe das eigentlich immer eher so, dass wenn ich irgendwo neu hinkomme, versuche ich Beziehungen aufzubauen. Manchmal gelingt es besser, manchmal gelingt es schlechter. Und ich denke, das ist auch letztendlich der Kern des Ganzen, auch dessen, was wir mit den Jugendlichen machen. Also es geht eigentlich um Beziehungen und nicht jemanden zu integriert oder integriert zu werden. Für Diversity in Reinform, also wenn ich mir die Kollegen angucke, die Teilnehmer, die Partnerunternehmen, also es ist ein so wilder Mix, der auf sehr vertrauensvolle und auch kollegiale Weise zusammenarbeitet. Und dann steht die GAG für mich natürlich auch für Wachstum und für über 80% Vermittlung, also das ist ganz zentral und das ergibt sich, denke ich, auch alles auseinander. Also das entfaltet einfach eine enorme Dynamik und gibt Freiraum für Kreativität. Und ich glaube, das ist auch elementar für die über 80% Vermittlung. Projekte wie das Kultur- und Sportprogramm oder jetzt auch Joblinge Goes Mint oder dass wir jetzt auch Kompass haben und Start Plus und so weiter und so fort. Also da kann man einmal anfangen und gar nicht mehr aufhören. Und ich glaube, das ist der starke Motor. Also ich denke, außergewöhnlich ist schon auch die Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand, dass wir so stark wachsen konnten und dass die Nachfrage auch sogar da war und dass es wirklich möglich ist, da auch andere Wege zu gehen. Das ist schon der großen Offenheit und der Unterstützung auch gerade hier der Jobcenter vor Ort zu verdanken. Also ich würde mir wünschen, einfach noch mehr Partnerschaften zu vertiefen. Das macht einfach sehr viel Spaß, weil daraus erwächst Vertrauen und aus dem Vertrauen auch so diese Bereitschaft, neue Sachen auszuprobieren, innovativ zu sein, sich neue Lösungen auszudenken und ja, einfach da auch Impulse zu setzen. Also mehrmals, das kommt immer wieder vor, das ist auch das Schöne. Aber wir hatten in der zweiten Gruppe einen Jobling, wo wir auch das Gefühl haben, puh, der ist ehrlicherweise auch für uns nicht vermittelbar. Und der war aber so engagiert, trotz seiner ganzen, muss man ehrlich sagen, Verwahrlosung, dass wir dran geblieben sind und gedacht haben, naja, wer weiß. Aber ehrlich gesagt wussten wir alle nicht, wohin mit ihm. Und dann hat die FES ihn in Ausbildung genommen und gesagt, wir machen das und wir unterstützen den. Und er hat sich so wahnsinnig gefreut. Der wusste überhaupt nicht mehr, wohin mit sich. Er konnte es überhaupt nicht glauben. Und er hat wirklich auch diese Ausbildung durchgezogen. Und da waren wir alle eigentlich zu Tränen gerührt, muss man sagen, weil es wirklich so aussichtslos schien. Und sogar das Jobcenter hat gesagt, also wenn ihr den vermittelt, dann okay, dann seid ihr wirklich die Richtigen.